Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt's gelesen, wir haben ein wichtiges Thema mit euch zu bereden, und zwar wann? Nach dem Intro. Bevor wir auf den Inhalt des Titels eingehen, worauf ihr bestimmt gespannt wartet, nochmal einen kurzen Rückblick. Wir haben ja im März eine Reise gemacht bei Spritpreisen von 1,90 €. Das heißt, unser Fahrverhalten, unser Campingverhalten hat sich dadurch tatsächlich geändert. Wir sind halt immer noch genauso viel unterwegs. Also das hat sich definitiv nicht geändert. Aber wir machen gewisse Sachen nicht mehr, die wir vorher gemacht haben. Und bevor wir jetzt lange rumlabern, ihr habt es gelesen, eine ganz große Frage, die ich jetzt Stefan stellen muss. Mir? Ja. Ui. Wir sind ja in einem Fiat Ducato, 160 PS Maschine. Korrekt. Und du hast diesen Wagen auf 7 Liter gefahren. Das ist richtig. Wie hast denn das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Naja, was soll ich sagen? Es gibt so ein paar Geheimnisse, die man da, oder beziehungsweise Geheimnisse sind es jetzt auch nicht, aber ein paar Tipps auf jeden Fall, wie man Sprit sparen kann, auch mit so einer großen Kiste. Mir ist ein bisschen was aufgefallen. Und zwar ist es einmal so gewesen, dass es ein bisschen dauert, bis der Wagen so richtig warm ist, bis er dann anfängt, Sprit zu sparen. Und das sind meistens so zwischen 50 und 100 Kilometern. Das heißt, wenn ihr Sprit sparen wollt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr auch eine längere Strecke fahrt. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, es ist wichtig, konstant zu fahren. Das haben wir nämlich getan. Wir fahren mittlerweile zwischen so 95 und 100 auf der Autobahn. Da bist du immer ein bisschen schneller als die LKWs, also kommst du auch dementsprechend voran. Auf 10 oder 20 km/h, die du vielleicht sonst noch mal mehr fahren würdest, kannst du auch gut noch verzichten, weil das bringt dir nicht viel im Ankunftsverhalten, wenn du dann im Prinzip da bist. Und dabei passiert dann nämlich eins, wenn man diese 50 Kilometer magische Grenze überschreitet, fängt der Wagen an, plötzlich wieder runterzugehen, nämlich den Spritverbrauch zu senken. Und ja, was soll ich sagen, mit Berg und Tal und allem drum und dran, wir sind zur Messe Düsseldorf gefahren, da war das kein Problem, mit 7 Liter dort auf 100 Kilometern hinzukommen. Waren so knappe, naja, wie viel waren es? 350 Kilometer. 100 Kilometer haben wir am nächsten Tag gemacht, aber das hat dem auch nicht wehgetan. Er ist morgens wieder ein bisschen hochgegangen, der Spritverbrauch, als er wieder kalt war, und ist danach wieder langsam wieder runtergegangen. Aber mit den 7 Litern hat das gut geklappt. Also für mich ist auf jeden Fall dieses bisschen langsamere Fahren und vor allen Dingen konstante Fahren sehr, sehr wichtig geworden, und ich versuche halt damit auch uns ein bisschen Sprit zu sparen. So, und jetzt kommen natürlich die ganzen Leute aus ihren Ecken und werden sagen, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Und dann sage ich mal, warte mal, warte mal, warte mal. Na, jetzt bin ich auch gespannt. Natürlich müssen ganz wichtige Bedingungen vorherrschen. Das heißt wirklich, du musst, das hast du gesagt, das konstante Fahren. Das heißt, genau. Stau ist schon ein Brecher. Das wir hatten schwierig. Stau. Aber es war nicht so viel. Also es war nur ein kleiner Gewitter. Da muss man auch dazu sagen, der Stau, den wir haben den Wagen dann auf der Rücktour, also insgesamt von unserem Zuhause, also Region Hannover nach Düsseldorf und wieder zurück, ja. 7,3 Liter. Genau, das ist nämlich deswegen passiert, weil er auf der Rücktour angefangen hat, in die Abgasreinigung zu gehen. Das heißt, dadurch verbraucht man natürlich dann wieder mehr Sprit. Das hatten wir nämlich, den Glücksfall war natürlich, dass er nicht in der Abgasreinigung war. Also hatten wir auch dann kein Problem, oder beziehungsweise in der Regenerationsphase des Katalysators oder des Rußpartikelfilters, so heißt es ja. Deswegen hatten wir auch keine Probleme, diesen Spritverbrauch zu schaffen. Aber mit 7,3 Litern kann man immer noch gut zufrieden sein. Und das sind wir über 650, 700 Kilometer gefahren. Also das ist kein Problem. Genau, aber man muss auch dazu sagen, wir hatten kein Regenwetter, wir hatten Top-Wetterbedingungen draußen, es war warm, das heißt, das Auto war schon warm. Also das ist noch eine zweite Sache. Wenn es nämlich kalt ist draußen, ist mir auch aufgefallen, dann schaffst du es nicht weiter runter. Dann sind wir meistens so, wenn wir Glück haben, bei so um 8 Liter, vielleicht auch nochmal 7,8 Liter, das kann auch noch hinkommen, aber um 8 Liter rum. Denn es ist einfach so, dass der Wagen immer wieder versucht, warm zu werden. Und das schafft er im Winter natürlich nicht.
Optimaltemperatur ist, wenn es richtig schön warm ist. Klimaanlage spielt da keine Rolle, die könnt ihr ruhig anhaben. Da ist mir nicht aufgefallen, dass es da viele Unterschiede gibt. Aber es ist halt wichtig, dass es warm ist. Und alles, was ab 20 Grad ist draußen, ist natürlich bombastisch gut zum Fahren. Das kann ich dazu sagen. Also für euch, es ist jetzt nicht ein Standard, diese Nein. runterzukriegen, aber das, was er gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Camping-Fahrverhalten. Wir fahren halt nicht mehr 110, Ja. 120, 130, macht gar keinen Sinn. Wir sind völlig tiefenentspannt geworden, weil wir auch gesagt haben, wir fahren Ja, es ist teilweise so. erst um 18, 19 Uhr los, wenn wir nicht vom Campingplatz oder so runter müssen, sondern ganz entspannt machen wir das und dann schaffen wir es immer, dass wir zwischen 8 und 8,5 Liter, also weit, weit unter den 10 Liter und damit kann man schon wirklich einiges ausschauen. Wir haben eine Dieselheizung, das können wir dann damit vielleicht plus minus null rechnen, sodass wir aber wirklich es genießen können. Wir haben jetzt Spritpreise von über 2 Euro für den Diesel und ja, wir wollen raus, also kannst du eigentlich nur an eins sparen, indem du halt langsamer fährst und ganz ehrlich, auf dem Sonntag, wir fahren gerne die A7 runter, da bist du froh, wenn du überhaupt 100 fahren kannst, weil es ist eh staumäßig und einfach ein bisschen relaxter sein, rechtzeitig losfahren und schon hast du keine Schwierigkeiten. So viel zum Thema, warum die 7 Liter, ne? Hat jetzt nicht, dass ihr sagt, ja, das Wir haben noch ein paar andere Tipps, wo man auch noch ein bisschen sparen kann und die kommen nämlich gleich auch noch. genau. Und so, nee, nicht gleich. Jetzt! Ja, Marcel, und da frage ich dich nämlich jetzt mal, wie ist denn das eigentlich? Was kann man denn noch so sparen beim Camping oder was hat sich bei uns verändert dabei? Also ich glaube, ganz groß war das immer. Wir waren immer auf Roadtrip, Roadtrip, Roadtrip. Das heißt, wir sind eigentlich gefahren bis zum geht nicht mehr, haben da geschlafen und sind dann weitergefahren. Das machen wir wirklich gar nicht mehr, egal ob das Wetter so schlecht ist wie jetzt gerade. Es ist das ganze Wochenende schlecht angesagt. Wir haben trotzdem entschieden, wir fahren Freitag los, fahren zu unserem Zielpunkt und bleiben dort einfach das ganze Wochenende. Wir verbringen jetzt immer 2 Tage an einem Ort und fahren dann zurück. Alternativ fahren wir den weitesten Weg an und fahren von dort aus dann so wieder zurück, dass wir wieder auf den Heimweg sind. Auch erleben wir unsere Regionen kennen. Wir haben uns entschieden, wir fahren eigentlich für Wochenende nicht weiter als 150 Kilometer im Radius. Ja. So wie jetzt hier, wir sind jetzt gerade in Dömitz und es ist keine 150 Kilometer von uns entfernt. So dass wir es sagen können, hin und zurück haben wir 300 Kilometer, ist vollkommen ausreichend und wir erleben unsere Region, ist das Schönste, was man geben kann, was man haben kann. Wie gesagt, wir haben den Harz in der Nähe. Vielleicht fahren wir mal 40 Kilometer weiter, wenn wir vielleicht einen Tag mehr haben. Dann sind wir Ja. an der Elbe, an Hamburg. Aber in der Regel ist das wirklich einer der wichtigsten Aspekte, die wir gemerkt haben. Und wir kommen auch runter. Also es ist nicht nur, dass wir sparen dadurch, sondern wir relaxen, weil es ist keine Platzsuche mehr da. Wir haben für uns entschieden, diesen Roadtrip-Faktor, den wir sonst immer gerne gemacht haben, der ist weg. Den wollen, möchten wir so Im gerne. Moment auf jeden Fall. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder, aber im Moment ist es auf jeden Fall so. Genau. Und wie gesagt, Ja. mindestens wenn wir vom Wochenende reden. Wenn wir ein paar Tage mehr reden, also über so eine Woche, dann schauen wir mal. Dann werden wir natürlich nicht eine Woche an einem Platz bleiben, wenn es nicht der große Sommerurlaub ist. Da haben wir auch Überlegungen, natürlich ein bisschen länger zu bleiben an einem Ort, aber auch keine Woche. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Änderungen, die wir gemacht haben. Also seit März, wo wir diese Spritpreise nach oben hatten mit 1,90, wie gesagt, jetzt sind wir bei über 2 Euro, war das für uns eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Und nach fast einem halben Jahr kann man ja sagen, wie hat sich das entwickelt? Wir haben gut gespart. Wir müssen nicht, also wir können sagen, wir sind, Ja, wir können es uns leisten. wir Wir könnten uns sind. das auch leisten, jeden Tag woanders zu sein. Darum geht es nicht. Aber Aber es ist einfach, ja, es ist für uns auch entspannter es ist einfach. entspannter Und? und wer weiß, wie lange wir uns leisten können, denn dann heißt es vielleicht irgendwann, na, ein Wochenende können wir dann mal nicht fahren, weil irgendwann geht's aufs Geld. Ich merke es gerade, weil ich bezahle gerade die Tankrechnung. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Ja, so Also, einmal tanken ist schon eine ganze Menge, ne? das ist schon ein ganzes Ding. Und Und energetisch ist es auch besser, natürlich für die Umwelt ist es besser, wenn man nicht so viel Diesel verballert und Energie halt, genau. was man da verbrennt. Jetzt würde uns natürlich noch interessieren, wie ist das bei euch? Was habt ihr an Verbräuchen gehabt von dem Ducato oder halt vielleicht auch Jumper oder was gibt es da noch? Boxer. Den Boxer natürlich, genau. Interessiert uns natürlich brennend. Und vor allen Dingen, habt ihr was geändert in eurem Campingverhalten? Seht ihr das genauso wie wir?
Oder habt ihr gesagt, nö, bei uns ist es eh so gewesen? Oder vielleicht, nee, wir machen das so weiter, wie es vorher war. Also sprich, wir sind jeden Tag mal woanders. Erzählt doch einfach mal oder beziehungsweise schreibt in die Kommentare, wie das bei euch so aussieht. Eine Sache hat sich an unserem Campingverhalten auch geändert. Das ist aber jetzt schon fast Wohnmobil bedingt. Wir fahren tatsächlich mehr auf Stellplätzen. Stimmt. Was wir sonst immer dieses Freistehen gemacht haben, was auch wirklich schön ist, also Norwegen war die beste Zeit mit dem Freistehen, haben wir uns auch entschieden in Deutschland, was soll der Ding? Hier ist ein bisschen, da denke ich, oh, das ist schon Schmerzgrenze, was der Preis angeht, weil eigentlich nichts ist, aber es gibt genug Plätze, da bezahlst du 5 Euro, da bezahlst du manchmal nur 3 Euro. Hermann oder sogar kostenlos gibt es auch. Oschersleben ist kostenfrei. Ja. Und da sagen wir ganz einfach, es ist für uns entspannter. Ja. Nicht mehr dieses Gesuche, wie gesagt, in Deutschland ist es eh verboten. Das heißt, du kannst maximal dich ausruhen für 10 Stunden. Ja, und das muss man auch dann sehen, wenn man eine Kontrolle kriegt, ob das überhaupt akzeptiert wird, ist ja auch immer so eine Sache. Du musst auch in einer gewissen Region sein, also St. Peter-Ording da unten oder die ganze Küstenregion, also Urlaubsregion, da brauchst du nicht anfangen. Da kriegst du Strafen. St. Peter-Ording habe ich jetzt, wie gesagt, haben wir jetzt mitbekommen, über 100 Euro. Da wird gar nicht mehr drauf gefragt, ob du das ist. Du bezahlst mindestens 100 Euro Strafe, wenn du da einfach stehst. Weil sie es dir halt nicht abkaufen, dass du sagen kannst, na, ich muss mich hier ausruhen. Weil Ausruhen in der Urlaubsregion ist schwierig. Es ist ein Endziel und kein Durchreiseziel. Ne? Genau, also dementsprechend haben wir für uns das auch entschieden. Wir leben damit. Es gibt wunderbare Apps. Ihr kennt sie, Park4Night, das ist die Dauer-App überall. Das ist einfach für uns eine Sache, wo wir sagen können, es ist definitiv entspannter. Und das Freistehen werden wir nie verfluchen. Wir freuen uns schon auf weitere Ziele, wo wir wieder frei stehen werden. Aber das sind dann Sachen, wo wir eine Woche unterwegs sind, wo wir gegebenenfalls noch länger unterwegs sind. Aber bei so einem ganz klassischen Wochenende, da sind wir eh in Deutschland unterwegs. Wir haben es aufgegeben. Wir haben keinen Bock mehr dazu, irgendwas zu suchen. Eher ist es noch also anstrengend, überhaupt dann Plätze auch zu bekommen. Also dann ist meistens vielleicht schon jemand da, dann sollte man sich nicht unbedingt dazustellen. Ja gut, bei Wohnmobilistenplätzen, die sind auch voll. Natürlich, wir sind alle relativ viel geworden, das muss man halt auch dazu sagen. Aber es ist doch noch entspannter. Es ist entspannt. Wir sehen es ja jetzt. Wir fahren zum Beispiel bei so einem Wetter einfach los. Das ist für uns völlig entspannt. Wir sind hier in Dömitz, wir haben hier noch gut Plätze frei. Und wir haben auch Premium-Plätze gekriegt, das heißt sogar vorne an der Elde dann sozusagen. Also das heißt, die ja sofort eigentlich belegt sind, die haben wir noch bekommen. Und oben ist noch viel Platz, genau. Also dementsprechend, wir nutzen auch so ein Wetter. Ja. Ganz ehrlich, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Und es gibt auch immer mal wieder eine Stunde, wo man rausgehen kann. So. Das seht ihr nächste Woche. Ja. Und zwar auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Da gibt es nämlich einen Reisevlog unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern in Dömitz an der Elde. Denn die Elde ist direkt da gegenüber, die Elbe ist da hinten. Also müsst ihr euch ja vorstellen, da ganz weit hinten ist er hin. Genau. Ja, und das könnt ihr euch nächste Woche. Freut euch drauf, ein schöner Reisevlog. Solange bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und jetzt hätte ich beinahe gesagt, dann sehen wir uns schon bald wieder auf welchem Kanal. Aber das haben wir gerade gesagt oder haben wir das noch nicht gesagt? Naja, so haben wir es jetzt nicht gesagt. Dann werden wir es genauso machen wie immer. Dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video. Und zwar nächste Woche auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.